So, das ist aber schön, dass ihr da dabei seid zu Snowrunner. Leider musste Nobby ganz spontan weg und ja, ist voll doof, müssen wir halt alleine weitermachen. So, voll doof. Dafür habe ich die Fuchs mitgenommen. Hallo. 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 So. So. Warum musste der Nobby denn weg? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der musste ganz schnell ein Spiel nachholen. Was denn? Das weiß ich auch nicht. Was denn? Macht gar keinen Sinn. Sag mal. Weiß ich nicht, was musste er denn noch spielen? Was hat er bis jetzt noch nie gespielt? Weiß ich nicht, ich war noch nicht da, der Nobby war da. Ach so. Also der hat mir irgendwie sowas gesagt wie, was überhaupt gar keinen Sinn macht, weil es jeder auf der Welt schon gespielt hat. Und weil es jeder einfach auf der Welt liebt, Portal. Portal habe ich auch nicht gespielt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, das liegt nicht an mir. Wie, an wem liegt es denn? An deinem Rechner? An wem liegt es? Ja, beim ersten... Ja. Ja. Ja, beim ersten Liga. Ja. Beim ersten lag es an meinem Rechner. Da habe ich es nie nachgeholt. Ja. Und beim zweiten lag es daran, dass das ein Kumpel mit mir spielen wollte, der auch so hype war, dass es das gibt. Ja. Endlich. Ja. Und dann hat das mit einem anderen Kumpel gespielt. Ja, und? Na, war ich so traurig, dass ich nicht gespielt habe. Ja, die Singleplayer-Kampagne ist eine andere gegenüber der Koop-Kampagne. Ja. Ja. Okay. Deswegen. Das sind unterschiedliche Spiele so gesehen. Du kannst die Singleplayer-Kampagne so spielen und die Koop kann man auch nochmal so spielen. Okay. Also, das ist nochmal was anderes. Deswegen. Also wenn du Koop spielen möchtest. Aber mein Herz war gebrochen, verstehst du das? Ja, aber ich kann dir gerne dein Herz wieder flicken. Das ist wieder was anderes. Also. Da kann ich dir helfen. Ich habe Koop schon so oft mit anderen Leuten durchgespielt, dass wir das erste Mal gespielt haben. Also, ne? Wenn mal einer sagt Portal, dann habe ich der Letzte, der Nein sagt. Also. Uff. Ja, also. Ne? Ja, Portal Koop, du, ne? Koop. Ich bin ja generell offen für neue Dinge, wenn es um Spiele geht. Ach so, okay. Achso, verdammt, okay, warte, dann muss ich kurz die Sachen Liste. Okay, ja. Wasch. Die Liste ist kleiner geworden. Nicht so wie beim letzten Mal. Was? Was? So, Wir haben beide eine Freundin. Lass das. Okay. Aber es gab auch andere Zeiten. Wenn das rauskommt, vielleicht einer von uns nicht mehr, man weiß es ja nicht. Ich will jetzt nicht die Teufel an die Wand malen. Ich will jetzt nicht den Teufel, aber man weiß ja nie. Das ist ja nie irre. Nee. So. Gut, ja, so, wann bist du denn mal da? Für was für Beutel? Nein. Ach so. Deiner ja, ich bin am Fahren, Junge. Junge, das ist ein Weg am hier. Am Fahren dran. Am Fahren dran tun. So. Ja, fahr doch mal. Ey, ich fahr doch, Junge. Ist ja, telefonieren. Telefonieren wäre schön, ist ja am Plästern, Junge. Jo. Ich bin am Plästern. Am Plästern. Am Plästern ist das. Dem ist ein Zerrett. Ja. Ja. Aber hab ich Lichter? Ne, jetzt hab ich Lichter. Ah, jetzt ist auch hell geworden. Hey. Jetzt werden die YouTube-Folgen nicht so groß. Du kriegst doch gar nicht. Ja, aber die Leute sehen links mehr auf YouTube. YouTube macht ja immer so ein Brei draus. Okay. Ich renne die Sachen schon 4K hoch, aber... Auto, willst du mal weitermachen? Ne. Okay. Hat er gerade auch gedacht, so. Auto müde, Auto, ich bleib im Schlamm stecken. Feierabend. Jetzt mal Feierabend, tschüss. Ja. Jetzt mal eine Pommersche. Ja, Pommersche. erstmal ja, die Pommersche. Rügenwalder Mühlenfest. Das muss sein. Das muss. Zucker im Kaffee. Zitrone oder Sahne in den Tee. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. So, an der Kaffeeboot. Was? An der Kaffeeboot. Was ist denn an der Kaffeeboot? Das ist auch so ein Lied. Das ist nicht weiter gerade. Da kenn ich nicht. Kaffeeboot? Kenn ich nicht. Oh. Ich such mir die Lyrics raus. Ich hol mir die Lyrics. Hol mir auch, sag mir doch, von wem man ist. Gastroter Spatz. Kaffee. An der Lied von der Blackfurs. Von der Blackfurs? Ja. J.
Ja, kann aber die. Hallo, fahr weiter. Du, 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 du. Da, da, da. Ja, genau. Und dann steuern sie in der Kaffeebude. Ah, von Blackfish. Kaffeebude. Wie ist das dieselbe Melodie wie Dings? Sag fast, ja. Ah, ich wollte gerade sagen, hä? Macht mir jetzt gar nichts. Wie ging das eine Lied nochmal hier? Das hast du. Das, ach Gott. Die Folgen habe ich auch noch auf dem Rechner, die muss ich mal rennen. Oh, das fällt mir gerade an, das wieder ein. Von was? Wo wir damals mal Dings gespielt hatten. Habe ich auch noch auf dem Rechner. Damals mal Dings gespielt. Gott, das war 2017 oder was? Oh, was? Da habe ich auch noch umgerendert auf dem Rechner. Also vor 10 Jahren. So ungefähr. Haben wir die Folgen hier kommen? Was haben wir denn da gespielt? Hier dieses... Destiny hast du hochgeladen. Destiny ist hochgeladen, ist richtig. Was ich aber immer noch nicht hochgeladen habe, ist mir auch letztes Mal aufgefallen. Wie ist denn das nochmal? Ganz kurzer Name. Mir wurde ein zweiter Teil, ob die bald kommt oder irgendwie so, oder von den Machern. Dying Light. Dying Light? Mit Dying Light haben wir damals im Stream gemacht. Da gibt's ja immer noch. Ach, das haben wir im Stream gemacht, stimmt. Ja. Nee, nee, da war nach Dying Light. Ghost Recon. Ghost Recon? Ach Gott, Wildlands. Wildlands, das habe ich immer noch auf dem Rechner, auf der Platte. Okay. Das habe ich noch. Das haben wir, ja, okay. Ja. Und, da haben wir jetzt noch nicht so viel gespielt, ne? Oh. Ah, ging schon, aber war dann auch irgendwie schnell langweilig gefühlt. Ging. Wir hatten aber auch noch Spaß auf jeden Fall. Also ich weiß ja, okay, noch, ein lustiges Szenen. mit dem Flugzeug und so was und. Und da hast du mir auch, da hast du mir auch von dem einen Leaks nochmal erzählt gehabt, das ist mir letztens nur wieder eingefallen. Ich weiß nicht mehr noch, welche Mission wir da gemacht hatten. Wie heißt der, wie hieß denn nochmal? Ich meine, ich sing schon mal öfter ein bisschen was vor mich hin, aber. Wie hieß der nochmal, der Jupp? Der, der war auch ein ganz bekanntes Lied damals zu Karneval irgendwie mit der Schürze. Wie hieß das nochmal? Ach, das ist nicht Karneval. Bei Wandernummer. Das sehen wir nicht mehr so. Ich hab die Schürze um mich. Nee, ich hab die Schürze um mich. Dreh die Würste um. Genau. Ich bin der Bernd und steh. Ja, schon der Bernd. Schön, das war da gewesen. Das ist mein letztes Schein. Ja, klar. Klar. Was willst du? Ich hab die Schürze um mich. Dreh die Würste um. Ich bin der Bernd und steh. Ja, genau, das war das. Das ist mir da eingefallen. Wie eingekehrt schon ist. Geht's denn dann nochmal weiter? Na. Alles, was ich will. Irgendwas mit Will oder so. Na, warte. Boah! Ja, erschrocken, ne? Rang 19. Oh, das war's. Ende. Es gibt einfach nur noch solche normalen Sachen. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin der Bernd und stehe am Grill und mit dem Bierchen in der Kralle. Grillig immer würdet alles, Fleisch und Würste grillen ist alles, was ich will. Ja, genau. Ah, herrlich. Hast du selber nicht mehr dran gedacht, ne? Nee, ich echt. Herrlich, super Lied. Ja, ich weiß. Das ist wo ist denn letztes Mal? Super Lied, Moment, wann haben wir ja nochmal gehabt? Der Bernd. Bernd am stimmt, der war nicht der Jupp, der war der Bernd. Bernd. Jupp war mein Kollege. Ja, stimmt, der Jupp war der Kollege. Juppi. So. Und jetzt? Sind wir durch? Ja, zumindest so mit den Hauptdingern, also. Davon ist noch ein Türmchen zum Einnehmen. Ach, das war der letzte Turm dann, oder? Ich glaube schon. Ja, dann gehen wir mal, komm. Das hier ist Completion-Folge hier. Ja, Completion-Folge ist es noch nicht. Das sind nur genug Sachen. Nein, aber so Türmchen und Quest. Ja komm, weißt du was, ich hole mal kurz ein Türmchen noch. Wo ist denn da? Mach auch noch so eine kleine Nebenquest hier. Gott, wie ich am besten da hinkomme. Wie ich letztens vor 15 Folgen schon mal angefangen habe. Ja gut. Ah, sag mal 20. Wirklich. Oh, ich muss mal wieder Benzin haben. Ja, dann besorg dir doch was, Mensch. Oh Mensch, oh, was du was, ne? Ich gebe auch einen aus. Und geh auf mich, Leute. Das war aber nett. Danke. Oh. Gibst du den Benzin? Ah, das ist ja dann doof, ne? Zack. Wird man ja mit Geld zugeschüsse.
So. Mal eben kurz eine. Oh, was ist denn die Festplatte ist voll, aber nee, weiß ja gar nicht. A Way Out. A Way Out, hast du die noch nicht hochgeladen? Doch. Ich meine noch nicht. Ich hab die bis jetzt nicht mehr gerendert. Ich hab die mal als Rohmaterial, ich hab die draufliegen. Das ist vom 23.04.2018. Haben wir die mal im Stream gespielt, alle? Nee, eigentlich nicht. Ich hab doch mal ein VOD davon gesehen. Hab ich auch gedacht. Oh nee. Ja, Way Out war doch super. Ja, hab ich immer noch nicht gerendert. Muss ich noch rendern? Was ist denn mit dir? Ja, weiß ich nicht. Ich guck da drauf und denkst, ach guck mal, da hast du auch noch hier rumliegen. Warum bist du denn so? Ich sag mal, vom Ghost Recon haben wir 12 Folgen. Ja gut, oh. Nur 12. Ja, Moment. Aber die Folgen gehen zwischen 1,5 Stunden bis 3 Stunden pro Folge. What? Ja, das sind insgesamt, warte. Kann ich irgendwo sehen, wie lang das insgesamt ist? 18,3 Stunden. Also 18 Stunden und 3 Minuten haben wir schon gespielt davon. Okay. Deswegen, so wenig hat man noch gar nicht. So. Ich sag mal, die ganzen Sachen habe ich noch auf dem Rechner rumliegen. Ja, A Way Out muss ich mal zeitnah rendern. Hab ich halt immer noch, ja, nicht. A Way Out war super Spiel, ey. Ja, mit einem anderen, also wirklich, auf so ein Bock, hey, auf so ein Spiel auch nochmal Bock. Aber gibt's doch nichts Vergleichbares, ne? Ja, zumindest so, ich glaube, die Macher haben, glaube ich, zumindest irgendwas anderes nochmal angekündigt. Okay. Zumindest jetzt hier bei letzten E3 so. Na komm. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war, oder? Ich bin mal gespannt, wie weit ich mit dem Benzin komme. So weit komme ich ja gar nicht. Ich bin froh, dass ich den jetzt habe. Ich habe gestern einen anderen immer gehabt, der denkt, oh. Was denn? Schlimm. Weiß ich nicht mehr. Zucker im Kaffee. Zitrone oder Sahne in den Tee. Lalala. Na komm, bald 40 Liter. Da unten bist du unterwegs. Was musst du denn noch machen? Wie wollte ich? Ach, du musst den Turm noch holen. Ne? Ja, genau. Problem ist, da will ich nicht hinkommen. Ich habe 39 Liter. Ach, hier ist eine Tankstelle. Das ist klar, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen. Ich guck mal, ich habe kein Licht. Ach, ja, stimmt. Vielleicht gibt es da noch irgendwo ein Upgrade. Warum liegen da Holzplanken mitten im Wasser? Was, wo? Links. Hä? In dem See, wo das Schiff eigentlich ist. Schiff, links, Holzplanken? Das sind Holzplanken. Da liegen bei mir mitten im Wasser Holzplanken. Mir nicht, hä? Mhm. Da, wo war die Fracht letztens geholt haben? Nö. Mittendrin. Bei mir nicht. Hä? Was ist denn? Keine Ahnung. Ey, ich komm keine Ahnung, weißt, was du meinst. Weiß eigentlich, von wem das Lied Bernd am Grill ist? Ich kann mal überlegen. Aber ich wusste das mal, aber ich glaube, da war nicht jemand Bekanntes, oder? Nee. Aber geiler Name für eine Band. Ja, ich glaube, da war ein geiler Name, aber da war nicht jemand Bekanntes. Boah, ich weiß es gerade nicht. Ja, wenn du mit Namen sagst, glaube ich, weiß ich es. Boah, Hasenscheiße. Kann gut sein, das wüsste ich. Na gut, da bin ich nicht drauf gekommen. Aber das ist ein super Name. Hasenscheiße. Hasenscheiße. Den Namen muss das mal kommen. Aha. Hast du erst getankt? Ich hab getankt. Aber bei mir steht nur 12%, dass du 12% drin hast. Ja, wie kannst du das denn sehen? Auf deinem Wagen geklickt, die Karte. Oh, ist mein Wagen hier verlinkt dort? Datenschutz, hallo? Hör mal. Jupp. Bernd. Bernd. Nup. Jupp, nup. Jupp, nup. Jupp, nup. Juppie. 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 Oh, oh. Oh nein, da war der falsche Gang. Alter. Juppie, ey, Schweinebacke.
kommt ein neuer Die Hard Film raus. Also hier. Die Hard ist auf Deutsch stirbt langsam, ne? Mhm. Mit wem? Ja, mit Bruce Willis natürlich. Ja, ernsthaft. Ist das Juhu? Es kommt einer raus oder ist das so ein. Weiß ich noch nicht. Die Hard ist 6. Oh Gott, ey. Also Die Hard ist, heißt er dann. Oder ist das, so wie bei. Ich kann es vor mich die ganze Zeit mit dem Pfeil ab. Oder ist halt so wie bei Matrix? Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen, wenn ich die auf Matrix? Also. Ich mochte ich habe Matrix. Ich habe mich auf Star Wars gefreut. Moment, ja. Sag nichts. Ich habe mich auf Star Wars gefreut. Ja. Ich habe den ersten Film gesehen von den, also den siebten. Ja. Und habe gemacht, okay. Vielleicht wird es dann noch besser. Ja. Ich habe den achten Film gesehen. Ja. Habe die Hoffnung aufgegeben und habe den neunten nur noch geguckt, um es zu komplementieren. Echt? So weit hast du schon. So war es noch gut? Krass. Ja, ich war so schwer enttäuscht. Ich habe den siebten gesehen. Ich kann den. Scheiße. Das Schlimme ist, ich kann dir nicht mal sagen, ob ich den achten jemals gesehen habe. Ich kann sein, dass ich den verdrängt habe. Ich glaube, den habe ich noch nicht gesehen. Das war so scheiße. Warum? Es sah auch einfach alles so schlecht aus. Boah. Ja, ist halt Geld, ne? Und dann ist, ja. Halt, und dann ist halt das Ding, wo ich halt Angst habe von den anderen Sachen. Ja, Matrix 4? Warum? So, warum? Macht, hört ich weiß auf, es auch hört nicht. Auf. So. Lass es doch einfach. Es gibt Leute, die sich darauf freuen, aber eigentlich ja. Sollte man doch wissen, Filme, die, sagen wir mal, seit 20 Jahren abgeschlossen sind und denkst so, boah, wir machen einen neuen Teil davon. Weißt du, vor 20 Jahren lief der. Weißt du, was wir heute machen? Komm, lass einen neuen machen. Wir machen einen neuen. Die sind so krass und der wird bestimmt richtig gut. Ja. Das ist ja fast so, als ob man nochmal irgendwie, boah, stell dir mal vor, man würde nochmal irgendwie so einen neuen Ghostbusters machen oder so. Kommt oder, doch. Nee, war schon. War der ist ja schon draußen? Welcher? Der neueste Ghostbusters, da gab's, was war das? Anfang des Jahres gab es auch einen Teaser? Was? Mit neuen Ghostbusters? Also ja. Nein, nicht noch einer. Ghostbusters Legacy 2021. Nee, ich meinte den davor eigentlich, wo ich hab das, ich... Mit den Frauen meinst du? Ja. Also ganz ehrlich, ich hab den bis zu einem gewissen Punkt geguckt, aber ich konnte ihn immer nicht mehr weitergucken. Das war so. Ich hab dir nur Chance gegeben. Also kann ich sagen, soll am 4. März rauskommen. Hey, wer macht damit? Ich guck gerade mal. Ich höre das noch gar nicht. Also Fortsetzung, kein Reboot, das ist schon mal gut. Mhm. Okay, so wie es aussieht, sind es die Kinder von irgendwem. Mhm. Ja, nu. Mhm. Also ich sag mal so. Mhm. Könnte ein Film der Riege werden. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ja. Ist halt. Ja. Gab's nicht auch einen neuen Man in Black? Ich frag nur so fürs Protokoll. Hab ich auch noch nicht gesehen, aber. Gab's den schon? Kommt der noch? Ich glaub, den gab's schon. Genau wie Bad Boys. Es gibt einen Grund, warum ich eigentlich schon lange keine Filme mehr geguckt habe. Ich würde gerne mal wieder Filme gucken. Das Problem ist, ich wurde so oft von Filmen enttäuscht, deswegen gucke ich seit Jahren keine Filme mehr. So, keine Ahnung. Wenn man mir sagt, guck mal, der Film läuft, bin ich nicht. Hast du den Dunkle Turm gesehen? Wen habe ich gesehen? Dunkle Turm. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Buch dazu gibt mit den Links, aber... Das ist ganz gut gewesen. Echt? War nicht schlecht. Weißt du, was auch kommt? Avatar 2. Na klar. Ja, was denn? Hast du den ersten gesehen? Den ersten habe ich gesehen, ja. Alles gut? Ich fand den nicht schlecht, so von den Lichteffekten und alles war cool. Ja, ich fand den Hammer. Ja. Vor allem habe ich den auch, da war gerade die neue 3D-Technologie, da habe ich den fünfmal. Ja, ich habe den auch in 3D gesehen.
Boah, da jetzt mit meiner Nvidia 3D-Brille für Monitor, mit 3D-Monitor und alles. Alter, wie ich hier vom Monitor saß, ey. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihn fünfmal im Kino gesehen, vier oder fünfmal. Ich fand den halt Hammer. Und da kommt ein zweiter Teil von raus. Das Schöne bei so einem Film ist, man hat absolut keine Lore oder keine Story von dem Film. Das heißt, die können den zweiten Teil so gestalten, wie sie es wollen. Und wenn der groß und episch wird, kann der einfach gut werden. Ja, kann. Fertig. Ja, das ist richtig. Oh, ja, aber man muss ja nicht auch immer allem pessimistisch entgegensehen, ne? Also da muss man ja auch mal... Ja, aber dann denkt man sich so manchmal, hättet ihr denn jetzt nicht Avatar genannt oder so und so den Film, sondern hätte gesagt, das ist einfach mal ein neuer Film. Und so hätte ich mir gesagt, oh, das ist ein guter Film. Aber dann weiß ich, man hat ja zumindest irgendwie so eine Erwartung. Ja, gut, aber wenn es ja auf Avatar 1 aufbaut, warum soll man es nicht Avatar 2 nennen? Ja, gut. Wenn er darauf aufbaut und so. Ja, also. Ja, ich bin mal gespannt. John Wick kann man sich auch alle immer gut geben. Ja gut, John Wick ist... Ja genau, doch, John Wick, die habe ich alle gesehen. Ja, Hammer. Stimmt, die habe ich gesehen. Ja, die sind halt auch immer... Richtig, ja, richtig man, schön geballert. Ja. Da brauchst du halt auch keine Story mehr, ob ein Hund jetzt irgendwo umgekommen ist oder was weiß ich. Oder Wellen City vom Nachbarn, ist doch scheißegal. Hauptsache wegknüppelt. Es geht einfach nur darum, dass der alle möglichen Leute umbringt. Ja, ist ja egal. Und das möglichst stylisch. Ja, das ist ja auch egal, wer da noch... Also. Das ist wie bei Snowrunner, da ist egal, warum ich jetzt die Sachen hin und her fahre. Ich fahre die Sachen. Hauptsache, es macht Spaß. Aber das sieht auch, also deswegen finde ich Keanu Reeves als Schauspieler auch so cool. Der macht ja wirklich so Schießtraining und sowas, ne? Mhm. So Fast Shooting. Ja, ja. Deswegen sieht das bei dem auch so natürlich aus, sag ich mal. Ja, der kann er doch. Ja, das finde ich ganz cool. Der ist halt doch Ami. Ja? Der ist auch Ami da. Der ist auch Ami, ja. Ja. Na gut, schießen kann ich ja auch. Ja, aber jetzt von Amerikaner, da geht man ja schon. Davon. Ich kann auch was schießen, was er schießt. Ich weiß nicht, ob ich das so gut kann, aber ich kann das. Scheiß Tor. Ich hab einen Schießstand direkt um die Ecke, also. Okay. Kannst du auch Großkaliber schießen, weil der unter der Erde ist. Ach echt? Ja, ja. Wie sonst darfst du in Deutschland darfst du ja sonst keine Großkaliber schießen. Was? Echt? Ja, wenn da nicht so und so viel Erdwall dahinter ist oder sonst irgendwas. Ah, okay. Deswegen müssen die meistens unterirdisch sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz in dem Thema bin ich auch nicht drin, also nur so meine Erfahrung, die ich glaube ich ungefähr habe. Und da kannst du dann auch Großkaliber schießen. Okay, krass. Aber kannst du da nicht einfach so hingehen und sagen, ich will da jetzt mal probieren heute? Doch, du kannst die Leute da anschreiben, so jetzt außerhalb der Corona-Zeit natürlich, und sagen, pass mal auf, ich interessiere mich dafür, kann mir das mal jemand zeigen, hin und her, und die sagen dann auch, ja klar, komm vorbei, muss natürlich die Munition bezahlen dann, und dann kannst du das ausprobieren. Ich habe ja auch schon überlegt, noch einen Waffenschein zu machen und dann da schießen zu gehen. Okay. Aber warum? Also... Warum? Einfach warum nicht? Ja, die Begründung ist auch gut. Ruhig, den Körper runterfahren, muss ich konzentrieren. Ja gut, außer du rennst da mit der MG rum. Ja, als ob du da mit der MG schießen kannst. Ich glaube, okay. MG im Privatbesitz ist verboten, egal in welchem Land. Ja, ein Raketenwerfer, ja, gut, oder? Bei den Amis ist eine andere Sache. Raketenwerfer? In welcher Welt lebst du? Da gibt's noch ein Upgrade. Ah ja, hol das noch. Na gut, mal gucken, wie ich hier rauskomme. Mhm. Na gut. Nun gut, im selben Weg, den du reingekommen bist. Ja, das war schon... Hätte ich nicht mitgedacht, dass ich da durchkomme. Okay, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, drumherum schießen gehe ich ja sowieso das öftere Mal. Okay. Das einzige Mal, wo ich mal ihn geschossen hatte, war auf Kirm oder sowas. Ja, ein Luftgewehr da. Ja. Böse. Naja, auf jeden Fall hat Minter halt der Stand gehört. Ich war da halt auch schon ein paar Mal 9mm schießen, ne? Aber das war's dann auch. Oh, 9mm ist ja schon. Geht ja schon. Schöne kleine Glock.
9mm an. Jo. Na, interessant, wusste ich auch nicht, dass die unterirdisch dann sein müssen oder so. In Deutschland ist das irgendwie so von wegen. Lass mich das mal genauer herausfinden. Ja, weißt du, in Amerika ist alles offen. Da kannst du, da kannst du. Ja, die haben ja auch, ja, die haben auch Skistände, wo dann halt so und so viele Kilometer dahinter nichts mehr ist. Ja, stimmt. Du kannst ja auch mit so einem Kaliber 50 Scharfschützengewehr hingehen. Wir haben das hier nicht? Ich weiß gar nicht. Na gut, aber so den willst du nicht abschießen, ne? Ich will gar nicht wissen, wie teuer so eine Patrone ist. Also 9mm kostet gar nicht so viel. 9er. 9mm. Nein, ich meine 9mm, ich meine so ein 50er Kaliber. Ach so, 50, Kaliber 50, ja. Tontauben schießen? Mit was schießt du denn da drauf? Mit Schrot. Ach, und das darfst du einfach ganz normal schießen, oder? Ja, Schrot hat nicht so eine hohe Flugbahn. So eine Reichweite. Ja, aber damit, da brauchst du zum Beispiel keinen keinen Schein für, oder? Ein Waffenschein, wenn du für einen Sport schießen gehst und die Waffe da gelagert wird, brauchst du auch dafür keinen Schein. Okay. Nur Waffenbesitz, dafür brauchst du einen Waffenschein. Ah, okay. Ich hab gedacht, schon allein für den Umgang. Nee, nee. Da tut er mit. Ah, okay. Wie komme ich denn da hin? Es gibt irgendwie so Abmaße, wie weit, wie dick die Wand dahinter sein muss und bla bla bla. Aber das fände ich jetzt auch nicht raus, so schnell auf die Schnelle. Aber Waffenbesitzschein heißt das ja. Dafür musst du gar nicht so viel erfüllen. Haben die Waffen? Waffen ja. Okay, reicht, danke. Kann, mindestens 18. Waffenrechtlich zuverlässig und persönlich geeignet sein. Das heißt, du musst, glaube ich, zur Polizei und das anfordern. Die erforderliche Sachkunde und ein waffenrechtliches Bedürfnis. Ein was? Waffenrechtliches Bedürfnis. Ich hab das Bedürfnis, eine Waffe zu haben. Okay. Bedürfnis. Der Antragsteller muss ein Waffenrechtsbedürfnis für den Waffenerwerb nachweisen. Ein allgemeines Recht auf Waffenbesitz, wie es etwa Verfassung Vereinigten Staaten vorsieht, gibt es in Deutschland nicht. In Deutschland gilt das Grundgesetz, dass möglichst wenige Waffen unter die Bevölkerung kommen. Wer als Privatperson eine Waffe beansprucht, benötigt dafür einen vernünftigen Grund. Will ich haben. Ja, also ein Bedürfnis kann sich auf die Jagdausübung, das Sportschießen, das Sammeln von Waffen nach kulturhistorischer Bedeutsamkeiten, Gesichtspunkten, auf die Tätigkeit als Waffenverständiger und auf den Selbstschutz beziehen. Das sind so die Gründe. Aha. Ja, aber kann man denn einfach so sagen? Was denn? Ja, weiß ich nicht. Ich sammle Waffen. So. Ja, das dürfen aber nur historische Waffen sein, die, glaube ich, nicht mehr. Ach so. Theoretisch nicht mehr tauglich sind zum Schießen? Ich weiß es nicht bei historischen Waffen. Ja, aber wenn die nicht so tauglich zum Schießen sind, brauchst du dann einen Waffenschein? Dann ist ja technisch keine Waffe mehr. Ja, weil theoretisch können die ja noch schießen. Grün ist Fähiger, Gelb ist für Sportschüssen und Rot ist für Waffensammler. Also, Rot ist für Atomraketen. Komm schon. Apropos Atomen. Ich hänge hier fest. Komm schon.
Wassersportler können einen Waffenbesitz gerade zum Erwerb einer Signalpistole Kaliber 4 beantragen. Geil. Nur dann? Und dann darfst du eine Leuchtpistole haben. Ja, aber hast, also du nicht Signal- aber hast du nicht auch so eine Signalpistole, wenn du auf dem Schiff bist? Ja, aber dann haben... Erstens gelten da internationale Gewässer, also hohe See ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da gelten ja andere Gesetze. Und auf See bist du so dich alleine gestellt. Naja, auf See ist Wetz auch nur von denen benutzt, die wahrscheinlich dafür autorisiert sind, aus so einem Schiff. Ach so. Ja, genau wie mit so Kreuzfahrtschiffen, die Casino drauf haben. In manchen Ländern ist es ja verboten, Glücksspiel. Und wenn die dann so 15 Kilometer oder sowas vor der Küste sind, dürfen die Casinos auf dem Schiff auch wieder aufmachen, weil dann ist wieder... Ja, ist ja wie mit den Duty-Free-Sachen oder so. Genau. Ja, okay. Ja, krass, ey. Kommst du dann noch zum Upgrade hin oder warum fährst du jetzt wieder weg? Ja, ich habe Upgrade doch gerade geholt. Achso, bei mir ist das noch. Was war's denn? Ich glaube ein Motor für ein P12 und P16. Ah. Deswegen, aber ich wollte den Anhänger gerade nur mitnehmen und den zumindest verkaufen. Bevor hier in den ganzen Wäldern, hier in der ganzen Welt irgendwelche Anhänger von mir rumstehen. Ja, sehe ich. Deswegen wollte ich den mal eben kurz wegbringen. Haben wir eigentlich sonst irgendwas zu tun? Oder heißt es dann bald los? Ja, theoretisch heißt es jetzt schon los. Ja, warte, jetzt bringe ich ihm dann Moped noch weg. Dann mache ich die Folge Ende und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es richtig abgeht. Wie es richtig. Richtig. Aber, boah, aber das solltet ihr nicht verpassen. Extreme, sage ich dann nur. Also, falls ihr jetzt schon gesagt habt, boah, boah, leck mich um Zucker. Das ist schon krass. Ah, dann. Dann. Holt schon mal eure Cola Zero. Wisch ja schon mal den Mund ab. Ja. Und dann starten wir ins Game. Richtig. Aber fahrt euch nicht. Fahrt nicht nach Malibu. So. Ja, weit ist es ja nicht mehr. Ich muss ja nur kurz Anhänger unten hier. Fahr ihm rüber, bring Anhänger da weg. Ja, macht. So. Er verbraucht aber auch einen Sprit, das Moped hier, der Träger. Er zieht sich durch, aber der verbraucht aber auch Sprit, wie Hulle. So. Talsperre. Trucker verbringen jedes Jahr mehr als 240 Nächte fernab von zu Hause. Ja. Und welche Trucker? Alle möglichen. Alle möglichen Trucker. Alle Trucker. 240 Nächte. Was? Ja, der Durchschnitt der Trucker. Ich kann mir vorstellen, dass Trucker fahren schon cool ist. Ich weiß aber nicht, wie lange ich das hätte. Nee. Hör mir auf. Also du siehst halt viel, das mag ich halt. Du siehst halt viel von der Welt, kannst überall rumfahren und siehst da wieder was. Das mag ich halt so auch an Eurotruck ja, und so. Aber kann ich verstehen, dass du denkst, dass das cool ist. Aber ich glaube in der Realität, egal ob... Ja, sind halt... Zeitdruck, ja genau, das ist das Problem halt. Müdigkeit, ja. Also... Ja, das ist halt das Problem. Zeitdruck und die Arbeitsbedingungen halt und... immer unterwegs. Ja, genau. Das ist das Problem halt. Immer weg. Genau, und das ist halt das Ding, wo ich dann denke, schade. Ja. So. Also, wenn du auf Familie stehst, dann kannst du das schon mal knicken. Das stimmt. Also ich finde, ganz großes Lob an die, die das tagtäglich machen. Ja. Das stimmt. So. Ja?
Kämpfst dann quick mit Doom. Hä? Kämpfst dann quick mit Doom. Ach, Games Done Quick ist momentan dran, ne? Ja, ist ja schon fast durch. Shit, ich hab da halt null dran gedacht. Also der Marathon ist weg, der ist durch, aber der Stream läuft halt ja immer mittlerweile immer weiter. Ach, der Marathon ist auch schon sogar schon durch. Ich hab nichts davon mitbekommen. Ja, bei YouTube sind da alle Videos. Ja, ich weiß. Denken auch jedes Jahr dann, oh, da musst du dir nochmal den und den nachholen. Denkst, oh cool, aber. Ja, ich mach das. Ja. Ich hab's schon gemacht, bei denen ich verpasst hab. Okay. Ich weiß gar nicht, was es dieses Jahr gab. Wenn die Folge kommt, ist schon SGDQ da. Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was. Was würde dich denn so interessieren? Keine Ahnung, manchmal lass mich überraschen. Das wie, ach so, stimmt, da gab's ja auch noch. Ja, wenn du sagst, hier Alex gab's sogar schon. Ja, aber das war SGDQ. Ach, stimmt, da war im Sommer dann. Ja. Also Ocarina of Time. Ja. Wieder ziemlich schnell. Sekiro. Ja. Ja. Gibt's schon das neue hier, Beat Saber. Beat Saber, spielen sie dann hier links? Fire and Flames her? Weiß ich. Celeste mit dem Dancepad. Was? Kennst du Celeste ja, ne? Ja. Ja, auf dem Dancepad. Oh Gott. Oh Gott. Serious Sam, the second encounter. Geil. Ich hab noch nicht gesehen. Nee, ich meinte Dings. Demon's Souls. Demon's Souls, weiß ich gar nicht. Left 4 Dead 2, das haben die auch im Speedrun draus gemacht. Okay. Okay, krass. So. Ich glaube. Oder? Oder nicht? Oder? Ja, klar. Ich glaube, ich habe alle LKWs eingelagert. Na dann? Na dann? Na dann? Dann heißt das. Danke fürs Einschalten. Schalte beim nächsten Mal wieder ein, denn dann geht's rüber nach Russland. Also Russland nicht vergessen. Wir kommen. Niet. Nostrovje. Niet. So. Bis zum nächsten Mal und Like natürlich nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.